Hallo liebe Campingfreunde und herzlich willkommen bei Gogo for Camper. Die Camping-Sommersaison neigt sich dem Ende. Die Tage werden kühler, natürlich auch die Abende. Viele stellen sich jetzt die Frage, wie mache ich mir das schön muckelig unter dem Vorzelt? Ihr seht schon, ich habe mir einiges mal zuschicken lassen, um das Ganze zu testen. Es geht hier zum Beispiel um den Cipro-Ofen oder aber auch ein Gasheizgerät. Ich werde euch natürlich zu den jeweiligen Produkten auch mal die Vor- und Nachteile erzählen. Dann habe ich einen Keramikheizlüfter da. Wollen wir auch mal testen, wie der das Ganze so macht. Und Outshare hat mir Heizmatten oder besser gesagt Sitzauflagen, die man heizen kann, für die Hochlehner oder auch normalen Stühle zugesendet. Und wir gehen jetzt mal rein und testen die einzelnen Produkte. Ich fange mal mit einem Heizstrahler an. Gas haben wir eigentlich alle dabei und man kann den Heizstrahler super verstauen. Er ist leicht. Was man aber sagen muss, ich starte ihn mal. Da haben schon die ersten Angst. Michael schwitzt jetzt schon hinter der Kamera. Und ein Heizstrahler macht natürlich seinen Namen aller Ehre. Es wird sofort warm. Man merkt das hier. Man hat aber eine offene Flamme und das ist eben ein Riesennachteil. Wenn man zum Beispiel Kinder hat oder eben auch Haustiere, dann würde ich einen Heizstrahler nicht empfehlen. Ist viel zu gefährlich. Man kann natürlich sagen, ja, mein Kind hört gut und ich kann sagen, der hat da hinten in der Ecke nichts zu suchen. Das Problem ist aber, wenn was passiert. Jemand fällt darüber, läuft dahin. Am besten bleibt er daran kleben, da möchte ich nicht dabei sein. Das ist natürlich wirklich ein Nachteil. Ein weiterer Nachteil ist die Luftfeuchtigkeit. Wenn Gas verbrennt, setzt das Wasser und Kohlendioxid frei. Deshalb steht hinten auch drauf, man soll es gar nicht in geschlossenen Räumen verwenden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, da kommt immer mal Luft ran und so weiter. Aber wenn man ein wirklich dichtes Vorzelt hat, zum Beispiel eine Vigo oder sowas, dann sollte man das definitiv nicht verwenden. Und wenn wir mal vom Verbrauch sprechen, dieser Heizstrahler hat einen Verbrauch ungefähr bei 330 Gramm pro Stunde. Kommt natürlich darauf an, wie stark ich ihn eingestellt habe. Alles im Allen ist aber zu sagen, ist am leichtesten zu verstauen und die günstigste Alternative, um ein Vorzelt zu heizen. Jetzt schauen wir uns mal den Cipro-Ofen an. Das ist der LC130. Der große Unterschied zum Heizstrahler ist, dass dieser Ofen mit Petroleum funktioniert. Und ich habe hier schon das Handbuch in der Hand, weil die ganzen Daten kann ich mir nicht merken. Weil interessant ist natürlich, was verbraucht so ein Ding. Weil 20 Liter Petroleum habe ich jetzt bei Amazon bestellt. War so jetzt der günstigste Preis, den ich gefunden habe, war bei 59 Euro. Das ist natürlich schon eine Hausnummer bei 20 Litern. Jetzt ist natürlich die Frage, was verbraucht so ein Ding? Hier steht Brennstoffverbrauch 0,3 Liter, also 300 Milliliter pro Stunde. Hier ist natürlich bestimmt angegeben so ein Mittelwert. Also wenn ich den voll aufdrehe, sieht es dann natürlich bestimmt anders aus. Und er gibt an, Brenndauer pro Tank 17 Stunden. Jetzt weiß ich gar nicht, der Tank ist hier oben drin, wie viel Liter hier drin ist. 4 Liter. Also verbrauchen tut er schon was. Ich kann natürlich hier auch einen Timer und so weiter einstellen, ist eigentlich ganz cool. Was mich bei diesem Ofen aber als allererstes stört, ist natürlich wieder das Handling. Ich finde, so einfach zu transportieren ist er nicht. Wir haben ein Eigengewicht von 8 Kilo. Hört sich jetzt nicht viel an, aber ich muss ja bei meinem Wohnwagen auf jedes Kilo achten, weil ich schon so viel da reingezimmert habe. Und wenn wir uns dann noch überlegen, wo soll ich denn mit dem Petroleum hin? Das müsste ich ja ins Auto packen. Vom Handling her weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht ganz so toll. Muss man sich aber angucken. Der große Vorteil vom Cipro ist, dass dieser die Luft entfeuchtet. Ich habe mal in so einem Forum gelesen, dass der 95% der Luftfeuchte entnimmt durch die Verbrennung. Gucken wir uns gleich drinnen mal an. Er arbeitet aber nicht nur mit Petroleum, sondern aber auch mit Strom. Ich würde sagen, wir füllen mal Petroleum ein. Ganz genau, wie das geht, weiß ich noch nicht. Man hat hier nämlich so eine Pumpe, dann muss das Ganze in den Tank. Das machen wir jetzt mal. Bevor wir jetzt auffüllen, muss ich noch mal was testen. Dass du überall dran riechen musst. Also. Ja, ich muss immer überall dran riechen. Das riecht nämlich schon nach Petroleum. Wundert euch nicht, die Dinger werden getestet. Nicht, dass ihr da denkt, ihr habt einen gebrauchten bekommen. Auch hier muss ich noch mal dran riechen. Schade, dass das kein Benzin ist, aber das riecht nach gar nichts, das ist klar. Das ist auch schon mal schön, dass das nicht riecht, weil günstiges Petroleum soll wohl so stinken. Man kennt das ja von so Lampen oder wenn man einen Grill anzündet oder was weiß ich. Man kann das ja in Belgien wohl günstiger kaufen. Nun komme ich aus Kiel und komme nicht so schnell nach Belgien oder Holland. Warum ist das so? Habe ich auch mal gegoogelt. Weil man kann das da wohl an der Tankstelle kaufen.
Es ist so, dass da so viele noch zu Hause mit Petroleumofen heizen. Und das ist wohl nicht versteuert, keine Ahnung. Aber deshalb ist das da wohl so billig. Gut, dann füllen wir das Ganze mal auf. Wie funktioniert das jetzt? Einmal hier auf, zack, lass fliegen. So, dann wollen wir mal pumpen hier. Okay, und jetzt mache ich was? Ach so, okay. Okay, das ist ja gut zu machen. Erinnert mich irgendwie an Melken. Aber geht. hast du schon mal gemolken? Nein. Okay. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Aber das ist relativ einfach. So, jetzt füllen wir das mal auf. Ja, gucken wir mal so ein bisschen rein. Wir haben hier irgendwo so eine Anzeige. Ach hier, an der Seite ist eine Anzeige. Sind das LEDs oder was? Das sieht so aus, sieht eher aus wie ein Katzenauge. Naja, na, reicht ja erstmal. Wir wollen ja hier nicht über Nacht stehen. Ach übrigens, wenn ihr mal guckt. Ach übrigens, da haben schon einige drüber gelacht. Das ist mein Sprung. Ich werde irgendwann mal irgendwie so Merchandising noch machen mit ach übrigens. Es ist so, dass wir extra das Zelt aufgebaut haben. Ich habe ja gar kein Luftzelt mehr, aber Michael, mal Dank an dich. War ja so nett, sein Luftzelt zur Verfügung zu stellen, dass wir das Ganze hier mal testen können. So, ich fülle jetzt auf und dann gehen wir gleich rein und testen den mal. Was man jetzt natürlich schon wieder hat hier, ist so ein bisschen Sauerei, finde ich. Weil man hat ja hier jetzt wieder Petroleum dran. Wischt man das jetzt ab oder was? Man muss das ja auch irgendwo hinlegen. Das kann man jetzt hier irgendwie so reinklicken, aber überall ist ja Petroleum dran. Vom Handling weiß ich jetzt noch nicht so genau, aber irgendwas ist ja immer. Aber wie gesagt, jetzt rein und mal anschmeißen, das Ding. Als erstes stecken wir mal den Tank wieder rein. So rum rein. Zack. Und jetzt Strom anschließen, hatte ich ja gesagt. So. Autark ist er halt nicht. Was piept er jetzt? Weiß ich nicht. Er gluckert auf jeden Fall. So, dann starten wir ihn mal. Man sieht, 22 Grad ist eingestellt. Da soll er hinheizen. 18 Grad haben wir hier gerade. Man muss natürlich dazu sagen, wir haben ja hier gerade drin geheizt. Jetzt dauert das wohl einen Augenblick und dann startet er. Man kann hier eben auch ein bisschen was einstellen, einen Timer, wie so eine Standheizung, dass man sagt, er soll zu der und der Zeit eben anfangen. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Jetzt wollen wir mal sehen, wann das Ding anspringt. Ja, er fängt jetzt an zu starten. Man sieht das hier unten, da ist so eine rote Lampe oder so ein Brenner drin. Riecht doch schon wieder. Naja, es riecht auch so ein bisschen nach Petroleum. Das ist eben auch so ein bisschen, ja, ein Nachteil, würde ich sagen, für den einen oder anderen. Mich stört es jetzt nicht. Ich finde, das erinnert so ein bisschen an Lagerfeuer und Camping. Jetzt fängt er an. Man hört es auch. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ich gehe mal ein bisschen mit dem Mikro ran. Jetzt startet er wohl durch. Ja, jetzt kommt die Flamme. Boah, stinkt aber ganz schön, ne? Riechst das? Man merkt es jetzt schon. Das ist eine trockene Wärme, die hier rauskommt. Das kann man auch förmlich riechen. Jetzt gibt er auch ganz schön Gas. Es wird ganz schön heiß. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt hier ranfasse oder so, ist ja klar, ich meine, das ist ein Ofen, dann könnte ich mich auch, glaube ich, ganz schön verbrennen. Aber das ist schon was anderes als ein Heizstrahler. Ich finde das eigentlich ganz cool, wie der jetzt hier so heizt. Wenn ich mir das hier so angucke, das dauert, glaube ich, nicht lange, dann ist das hier richtig schön warm drin. Und man hat eine wohlige Wärme. Man hat nicht diese Hitze. Und beim Heizstrahler hat man es ganz klar gemerkt, dass man diese feuchte Hitze, dieses Verbrennen hat. Und hier ist das eher, ja, heiß, aber eine trockene Hitze. Finde ich echt gut. Und leise ist er auch. Er hat halt, man hört es vielleicht, ich gehe mal dichter ran für euch. Nicht, dass ich hier brenne, aber ich nehme nochmal mein Mikro ab. Also er rauscht eher. Im ersten Moment macht er echt einen guten Eindruck, muss ich sagen. Jetzt würde ich sagen, lassen wir ihn mal so ein bisschen laufen. Und dann sehen wir mal, wie er hier drinne heizt. Ich habe hier jetzt mal so ein Thermometer und hier steht eben auch Wett. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist so ein Smiley drauf. Und wir haben jetzt hier 67% Luftfeuchte. Ich lege das jetzt hier mal hin und dann schauen wir mal,
wie ihr, ja, 68%, geht eher hoch als runter. Aber wir lassen das jetzt mal ein bisschen laufen. Ich mache das mal im Zeitraffer und dann gucken wir mal, ob er wirklich hier die Luftfeuchte trocknet. Wir haben ihn jetzt mal eine Viertelstunde laufen lassen und es ist echt warm hier. Normal könnten wir gleich einen Aufguss machen. Ich muss mich jetzt hier erstmal ausziehen, sonst kriege ich hier gleich eine Macke. Du musst auch schneller filmen jetzt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich muss hier raus. Luftfeuchtigkeit hat er auf jeden Fall getrocknet, 59%. Stromverbrauch, wenn man das sich anguckt, der liegt so ungefähr bei 400, über 300 Watt beim Starten. Er regelt dann aber runter. Wir haben jetzt hier 12, ein bisschen über 12 Watt. Wenn er dann ganz normal läuft und wenn er dann wieder heizt, geht es dementsprechend hoch. Kosten liegen hier ungefähr, wenn man jetzt überlegt, 20 Liter Petroleum, ich habe das mal so ein bisschen ausgerechnet, liegen ungefähr bei 25 Cent pro Stunde. Das geht, finde ich, dafür hat man echt eine tolle Wärme. Der Einkaufspreis ist natürlich aber auch ziemlich hoch, 225 Euro so ein Kasten. Und dann kommt eben noch das Petroleum dazu, muss man eben abwägen. Ich finde ihn wirklich toll, muss ich sagen. Der Punkt ist aber das Handling. Das stört mich so ein bisschen. Das ist so ein bisschen negativ, finde ich. Aber man hat ja immer irgendwas. Man muss eben Kompromisse eingehen. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns mal den Heizlüfter an. Hier haben wir ihn, den EcoMar 2000, den Heizlüfter. An dieser Stelle mal vielen Dank an Camping Wagner, die mich immer bei meinen ganzen Aktionen unterstützen. Die ganzen Links der Produkte, die ich heute zeige, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn euch was gefällt, dass ihr das darüber kauft, weil so unterstützt ihr meinen kleinen Kanal. Zurück zum Heizlüfter. Das Erste, was mir hier gefällt, ist, dass er so kompakt ist. Leicht, ich kann ihn überall verstauen. Wenn wir uns die Leistungsdaten mal angucken, haben wir hier 450 bis 1800 Watt. Und je nachdem, wie der Platz abgesichert ist, kann ich ihn einstellen, zum Beispiel 2, 4, 6 oder 10 Ampere, das ist natürlich auch schön. Er ist natürlich ein Heizlüfter. Wir haben es hier eben gerochen. Man riecht es immer noch, oder Michael? Ja, ja. Es riecht nach Petroleum. Das muss man eben beim Cipro mögen. Und dieser hier läuft natürlich nur auf Strom. Und ich habe hier auch mein Strommessgerät natürlich wieder angeschlossen. Jetzt hören wir, wie er langsam anläuft. Jetzt mache ich mal mehr. Jetzt hören wir, die Automatik regelt ihn runter, wenn er eben die Temperatur erreicht hat. Und er hat auch eine Kippsicherung. Das hat übrigens der Cipro auch. Wenn mal was passiert, geht er aus. Hört man eben, jetzt läuft er wieder an. Und er macht ganz schön Dampf für dieses kleine Gerät, finde ich. Und wenn wir unser Strommessgerät angucken, 1300 Watt bringt er gerade. Man muss dazu sagen, wenn wir jetzt eine Pauschale haben, ist das natürlich leicht zu sagen, so ein Ding anzuschließen und laufen zu lassen. Da ist aber immer das Problem, wenn wir alle das machen, dann dauert das nicht mehr lange, denn werden die Campingpreise noch teurer. Oder aber es wird nirgendwo mehr Pauschalen geben, weil es wird ja immer mehr Strom geben, Klimaanlagen im Sommer und so weiter. Ich glaube, auf kurz oder lang wird es keine Pauschalen mehr geben und jeder muss zahlen. Und da haben wir ungefähr Preise ja immer von 40 bis 80 Cent. Und wenn wir hier überlegen, 1300, ich überschlag mal, sind wir ungefähr beim Euro pro Stunde, was so ein Gerät kostet. Das muss man immer wissen. Ansonsten, finde ich, macht er echt einen Top-Job. Es wird schön warm hier drin. Ne? Es ist wirklich gut. Stinkt nicht. Stinkt nicht, ist echt cool. Und so klein, ne? Das finde ich cool. Man kann ihn in Innenräumen verwenden. Bei diesem Gerät muss man natürlich sagen, dass man ihn auch im Wohnwagen zum Beispiel verwenden kann. Ne? Das geht eben auch. Da kann man ihn eben auch nutzen. Ansonsten kann ich dieses Teil nur empfehlen. Als nächstes zeige ich euch mal die Sitzauflagen oder eben auch Heizdecken von Outshare. Darauf freue ich mich schon, euch das zu zeigen. Finde ich richtig geil. Ich habe das auf dem Caravan-Salon das erste Mal gesehen und habe gedacht, das muss ich euch zeigen. Und die waren so nett und haben mir die Sachen auch mal zugeschickt, damit ich euch das zeigen kann. Und ich zeige euch als erstes mal die Sitzauflage für einen Hochlehner. Auch immer geil, schön im Sack verpackt. Ich stehe ja immer auf so Verpackung, also dass man es wieder schön mitnehmen kann, dass man es ordentlich wegpacken kann. Sonst riecht er nochmal dran. Ja. Ja, riecht gut, noch auf jeden Fall. So, Heizdecke, man hängt die hier oben rauf
Und jetzt fragt ihr euch natürlich schon, wie soll das Ganze funktionieren? Wer es noch nicht kennt, also ich kannte es nicht, das funktioniert mit einer Powerbank. Das ist natürlich geil, das kann ich überall mit hinnehmen. Gerade mal, wenn ich auf dem Campingplatz noch Freunde treffen will oder so, muss ich nicht sagen, gib mir mal Strom, sondern ich kann das Ganze per Powerbank laden, hält ungefähr 4 bis 6 Stunden, je nachdem, was man natürlich einstellt. Man hat hier 3 Heizstufen, man schließt das hier einfach an, ganz einfach zu laden per USB, steckt das Ganze hier rein. Das ist auch extra gepolstert hier, das stört nicht. Und dann kann ich das Ganze hier starten. Ihr seht gleich rot, grün oder eben blau. Jetzt ist ganz, also rot ist die stärkste Stufe und dann wird das Ganze warm. Weil man muss dazu sagen, ich finde das zwar immer schön, wenn man das Vorzelt wärmt, aber ich sag mal, ökologisch ist das ja nun nicht so schön, wenn wir jetzt alle die Vorzelte heizen. Manche heizen ja sogar unter den Markisen, habe ich schon gesehen. Geht gar nicht, meiner Meinung nach. Wir selber haben ja die Thule Rainblocker, darunter würde ich jetzt auch nicht heizen, weil die meiste Wärme geht ja nach draußen. Und ich finde, das muss einfach nicht sein. Deshalb finde ich das richtig cool. Und man muss dazu sagen, wir sind ja auch Camper. Wir sind, glaube ich, alle auch ein bisschen abgehärtet. Wir wollen ja nun auch draußen sein. Und wenn es draußen kalt ist und ich habe wenigstens, ich sag mal, den Stuhl warm. Und es gibt ja auch Decken. Das Ganze sieht denn so aus. Das ist jetzt für Haustiere auch total cool. Gerade wenn man einen Hund hat, der auf der Kälte liegt. Die kriegen was mit den Blasen und so weiter. Wir haben ja auch eine kleine Hündin. Und da finde ich das schon eine gute Sache. Ich meine, wenn ich eine Docke habe, brauche ich eine größere Decke. Aber guckt euch das mal an. Das ist schon eine schöne große Decke. Und ich würde mir die tatsächlich auch, wenn ich jetzt mich hier so raufsetze, könnte man sich die auch hier rüberlegen. Gar kein Problem. Und die heizt eben auch. Man legt die hin. Die ist auch unter eben feuchtigkeitsgeschützt, dass man die eben auch ja, gut ins Nasse packen kann sozusagen. Das Ganze ist eben auch waschbar, kein Problem. Da ist auch eine Powerbank gleich dabei. Die ganzen Produkte haue ich euch natürlich auch unten in die Videobeschreibung, auch was es da noch so gibt. Es gibt auch große Decken. Und jetzt, es wird richtig warm hier, könnt ihr natürlich nicht merken. Wie eine Sitz, also ist ja eine Sitzheizung, richtig geil. Finde ich richtig cool. Ich finde sowas, meine Frau friert eben auch, dann sind ihre Beine kalt und so weiter, das wollen wir alles nicht. Dann kann sie eben die Decke, jetzt nicht die Hundedecke denn eben oder den Hund oben rauf, ist ja vollkommen egal, kann man alles machen. Und ich glaube, das reicht in den meisten Fällen schon und sind wir doch mal ehrlich, 4 bis 6 Stunden, länger sitzen wir doch abends meistens sowieso nicht draußen oder ich kann eben nachladen. Man merkt das jetzt schon, es wird richtig warm, selbst wenn ich nur die Decke hier oben, die habe ich jetzt nicht angeschaltet, reicht schon. Es wird schön gemütlich hier. Hier lässt sich das aushalten. Richtig geil. Nochmal zum Ende mein persönliches Fazit. Heizlüfter heizt richtig gut, macht aber Feuchtigkeit und ist auch gefährlich. Dann haben wir den Cipro. Ich finde, von der Wärme her hat der eben das beste Ergebnis erzielt. Trockene Wärme, aber für mich ist das Handling ein bisschen kompliziert, muss man eben mögen und den Petroleumduft eben auch. Ist alles Geschmackssache. An dieser Stelle mal würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr in den Kommentaren mal so eure Erfahrung, was ihr so nutzt. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, um eben das Vorzelt zu heizen. Dann Outshare, finde ich richtig klasse, will ich unbedingt haben, finde ich echt toll. Und Michaels Favorit, der Ecomar 2000, er hat ja immer Angst vor Gas und egal, wo er Angst vor hat. Das Ding ist aber auch richtig klasse dafür, dass er so klein ist, aber auch ein echt geiles Gerät. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in den Kommentaren. Ansonsten gebt mir gerne einen Daumen oder abonniert mich. In diesem Sinne, wir sehen uns auf dem Campingplatz.